Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin tätig als Lehrer der Online-Schule für vedische Astrologie. In diesem ca. 20-minütigen Video geht es um die Deutung des Monats Juli 2024 für den Aszendenten Krebs anhand des vedischen Monatshoroskops basierend auf dem tropischen Tierkreis. Zwei kurze Hinweise, ehe wir gleich loslegen. Und zwar: erstens, Deutung wie immer anhand des Aszendenten Krebs, nicht anhand des Sonnenzeichens Krebs. Sie müssen also Ihren Aszendenten kennen. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht wissen, befindet sich unterhalb in der Videobeschreibung ein Link, wie Sie gratis Ihr vedisches Horoskop basierend auf dem tropischen Tierkreis erstellen können. Und das Symbol im ersten Haus zeigt dann immer Ihren Aszendenten an, den Sie ja brauchen, um das richtige Video hier auswählen zu können. Dann zweitens, in eigener Sache, im Juni 2024 wurde die vedische Astrologieschule 9 Jahre alt. Anlässlich des Jubiläums gibt es für die ersten 9 neuen Starterinnen und Starter ein super günstiges, sehr umfangreiches Jubiläumspaket, wovon allerdings jetzt aktuell nur noch 4 übrig sind, weil 5 bereits weg sind. Wenn auch Sie dabei sein wollen, eine dieser Chancen nutzen zu können, finden Sie auch dazu unterhalb in der Videobeschreibung den Link über mehr Informationen. Außerdem ist dort auch ein Link über allgemeine Informationen zur vedischen Astrologieschule. Ja, das wäre es in eigener Sache jetzt erstmal gewesen, dann können wir ja auch schon loslegen. Und zwar haben wir hier Ihren Chart, dann den Stand der Planeten am 1. Juli 2024. Und wir beginnen jetzt erstmal damit, dass wir uns überlegen, ja, was sind denn so die Besonderheiten im Monat Juli, auf die wir besonders schauen wollen. Zum einen wurde Ende Juni, und zwar ab 29. Juli, der Saturn rückläufig. Das wird er bis zum 15. November sein. Dann eine weitere Besonderheit ist, dass der Mars, der ja immer auch sehr wichtig ist, weil er auch nicht ganz so schnell läuft wie die inneren Planeten, dieser geht am 20. Juli in das Zeichen Zwillinge hinein, also aus dem Stier raus, und dann bei Ihnen dadurch in das 12. Haus. Nun, außerdem sei noch erwähnt, dass ab dem 26. Juli, also schon mehr gegen Ende des Monats, das Zeichen Zwilling bis zum 15. August viele Manifestationsenergie erfährt. Das bedeutet, dass viele Initiierkräfte oder wie soll ich sagen, viele schöpferische Energie in das Zeichen Zwilling hineingehen, so dass die Planeten, die Sie in Ihrem Zeichen Zwilling haben, in Ihrem Geburtshoroskop oder auch das 12. Haus und die Bedeutungen, wofür dieses Haus und diese Planeten stehen, könnten eben sehr wichtig werden in dem genannten Zeitraum. Jetzt beginnen wir aber mit den konkreten Deutungen und ich beginne mit den langsam laufenden Faktoren, das sind Saturn, Jupiter und die karmische Achse Rahu Keto. Und dazu beginnen wir gleich mal mit dem Saturn. Der Saturn befindet sich von Frühjahr 2023 bis Frühjahr 2026 in den Fischen. Darin haben Sie das 9. Haus. Nun, Saturn in Haus 9 bringt mehr Tiefe in Ihrer Weltanschauung. Das bedeutet, dass Sie unter einem solchen Transit auf all die Dinge, die Sie vielleicht mehr oder auf viele Dinge, die Sie im falschen Licht gesehen haben, durch Saturn aufmerksam gemacht werden und somit Ihre Weltanschauung immer weiter korrigieren können. Dadurch, ja, das Ganze wird auch dadurch in Gang gesetzt, weil natürlich auch Saturn in Haus 9 eine Sinnkrise, hätte ich bald gesagt, verursachen kann, wo man sagt, ja, was ist denn hier eigentlich los, ja? Wo bin ich denn hier ausgestiegen? Was geht denn hier ab, ja? Aber
das führt ja zu diesen guten Entwicklungen, dass sie eben jetzt bereit sind, ihr Weltbild zu überarbeiten und falsche Einstellungen bezüglich ihrer Weltsicht unter diesem Saturn-Transit korrigieren zu wollen. Saturn in Haus 9 kann etwas in der Form auch anzeigen, dass vielleicht der Vater dass ein Abstand zu diesem etwas mehr gibt oder der Vater vielleicht auch mehr Saturn-Qualitäten jetzt erfährt in seinem Leben. Außerdem, das 9. Haus steht auch für die Spiritualität, sprich Themen, die damit auch in Verbindung stehen, wie Ethik oder Selbsterkenntnis oder die Heiligen Schriften. Sprich, sie haben jetzt unter diesem Saturn-Transit hier sehr gut die Möglichkeit, bezüglich sehr, sehr wichtiger Lebensbereiche viel tiefer gehen zu können. Dann kommen wir zu Rahu. Der ist ja im 10. Haus und dort gilt er als gut positioniert. Er bringt dadurch beruflichen Fortschritt. Ja, das bedeutet, sie kommen auf ihrer Karriere vorwärts. Natürlich, Rahu ist jetzt kein Planet der Erfüllung gewährt. Das bedeutet jetzt nicht, dass man unbedingt deswegen Friede, Freude, Eierkuchen haben wird in der Arbeit. Ganz im Gegenteil. Rahu ist ähnlich wie Saturn ein Planet, der auch ja trennende Aspekte bringt oder nicht so die Erfüllung gewährt. So können sich schon auch einige Schwierigkeiten in der Arbeit zeigen, vielleicht auch mit Vorgesetzten, wo man hier in bestimmte Situationen gerät. Aber unterm Strich betrachtet über die Zeit haben sie jetzt auch dadurch mehr Interesse, mit ihren Fähigkeiten sich zu zeigen, diese einzusetzen, um dadurch auf ihrem beruflichen Pfad vorwärts kommen zu können, wodurch weltlicher Erfolg unter einem solchen Transit gefördert wird. Der dritte Faktor von diesen langsam laufenden Planeten ist Jupiter. Dieser befindet sich von Mai 2024 bis Juni 2025 im Zeichen Zwillinge, ihrem 12. Haus. Nun, das bedeutet jetzt mehreres, und zwar zum einen werden dadurch jupiterische Dinge irgendwie abgeschlossen. Und zwar entweder, weil man sie vielleicht loslässt oder weil sich ein Wunsch, ein jupiterischer Wunsch erfüllt. Das kann bedeuten, dass beispielsweise im Horoskop einer Frau ein lang gehegter Wunsch sich erfüllt, dass es zu einer Partnerschaft kommen könnte, ja. Somit wird etwas Jupiterisches abgeschlossen. Ähnliches kann für einen Kinderwunsch gelten. Es kann aber auch genauso bedeuten, ja, dass man bezüglich Thema Kinder, also Nachwuchs, dass man sich jetzt entscheidet, okay, Familienplanung abgeschlossen, ja, keine weiteren Kinder mehr. Und so kommt man mit dem Kinderthema, wofür Jupiter auch steht, zu einem Abschluss. Ja. Wichtig ist, das 12. Haus steht dafür, dass wir mit einem Sache Frieden haben. Ja. Und das ist das Ziel, wenn ein Planet durch das 12. Haus läuft, dass wir in Frieden kommen mit der Sache, weil wir es entweder erhalten oder vielleicht abschließen oder aus anderen Gründen loslassen, weil wir feststellen, dass unsere bisherige Einschätzung dazu vielleicht auch etwas unrealistisch war. Außerdem, Jupiter im 12. Haus ist auch das 11. Haus vom 2. Haus ausgezählt. Ein Belohnungstransit, wie gut sie sich in der Vergangenheit um ihre Finanzen gekümmert haben. Das heißt, sie können jetzt schauen, wenn sie sehen, wie ihre Finanzen läuft, dann sehen sie, wie gut sie das in der Vergangenheit auch gemanagt haben. Sind sie zufrieden mit ihrer finanziellen Entwicklung, dann haben sie da die richtigen Verhaltensweisen sozusagen an den Tag gelegt und profitieren jetzt davon.
im anderen Fall entsprechend umgekehrt. Dann kommen wir zu den schneller laufenden Planeten. Ich beginne aber zunächst mal mit Mars, der ist auch noch einer von den langsam laufenderen Planeten. Dieser ist ja hier im Stier, noch bis 20. Juli. Nun, im Zeichen Stier in ihrem 11. Haus fördert Mars, dass sie für ihre Ziele gut kämpfen können, für ihre Wünsche sehr gut eintreten können, ja. Sie könnten vorwärts kommen, was mehr Energie einsetzen, um eben auch zu entsprechend, sagen wir mal, mehr Ansehen zu kommen oder irgendwelche Titel zu erlangen oder irgendwelche Prüfungen abschließen zu können. Vielleicht haben sie auch mit Sport zu tun, ja, dann werden sie konfrontiert mit irgendwelchen Wettkämpfen oder wo es um Titel geht, ja, und kämpfen dafür mit der Mannschaft. Aber ich komme dann gleich noch drauf zu sprechen, weil Mars geht ja dann auch am 20. in Haus 12. Nun, kommen wir zu den Planeten, die relativ schnell laufen. Sonne, Merkur, Venus. Sie sehen schon am 1. des Monats drei Planeten im Krebs. Sonne, Venus, Merkur. Allerdings müssen wir gleich was korrigieren, weil der Merkur geht am 2. April schon raus aus dem Krebs. Komme ich gleich dazu. Beginnen wir mal mit Sonne und Venus in Haus 1. Nun, das bedeutet auf der einen Seite, dass Gesundheitsthemen für Sie mehr präsent werden in dieser Phase, wo die Sonne durch Ihren Aszendenten läuft. Ja, vielleicht werden Sie mit Gesundheitsthemen mehr konfrontiert oder wird Ihnen aus anderer, anderweitig irgendwie wichtiger. Die Sonne zeigt aber auch ihre Inspirationen an, ja. Und so sind sie jetzt enger mit ihrer Seele in Kontakt, um Impulse zu bekommen, wie sie mit ihrem Lebensweg weitermachen wollen. Die Sonne ist auch sehr gut im ersten Haus, wenn es darum geht, wie man auch sich jetzt seine Ziele überlegen möchte oder wie man seinen Lebenspfad gestalten will, ja. Die Venus in Haus 1, solange die da drin ist, sie läuft ja noch bis 11. Juli, macht Beziehungsthemen wichtiger. So könnten sie jetzt in ihrer Persönlichkeit weiter mehr wirken in die Richtung, ihre Beziehungsqualitäten zu optimieren. Außerdem ist Venus in Haus 1 gut für ihren Körper, für ihr gesundheitliches Wohlergehen, ja. Und so kommen wir jetzt schon zu, noch eine weitere Anmerkung, weil der Neumond ist ja am 5. Juli auch im Krebs. Nun, am Tag des Neumonds, wenn der im Aszendenten ist, das wird in der vedischen Astrologie nicht als günstig erachtet. Das bedeutet, der Neumond hat ja kein Licht, um irgendwas zum Wachsen zu bringen, ja. Das bedeutet, am Tag des Neumonds oder um den Neumond herum kann Ihnen deutlicher klar werden, was Ihnen fehlt sozusagen. Sprich, eine Sache, die Sie gerne hätten, aber feststellen, dass Sie diese nicht haben, ja, dass Ihnen da was fehlt, in Anführungsstrichen, ja. Und so kann dies anderweitig auch dafür genutzt werden, dass man sich dieses Mangels einfach bewusster wird. Das Gute ist, der Neumond geht ja dann wieder weg, weil er zunimmt. Dann tun wir den jetzt hier weg. Und so kommen wir schon zu Merkur im 2. Haus. Der ist dort ab dem 2. Juli bis zum 26. Juli ja im Löwen. Und Merkur, der Planet, der untersuchen, analysieren will oder sich informieren will, steht hier im Haus des Geldes, wo es darum geht, dass man vielleicht seine Finanzen
wieder mal checkt, ja, schaut, was hat man bisher erreicht, wo steht man mit seiner materiellen Absicherung und was kann man hier aber auch verbessern. Dann kommen wir zu Venus nochmal, weil die wechselt am 11. Juli auch rüber in das zweite Haus. Und Merkur und Venus gelten ja als zwei wohlige Planeten. Diese beiden in ihrem Geldhaus zu haben, zeigt an, dass sie sich finanziell ganz stabil oder gut versorgt fühlen können oder Hilfe anderweitig, wenn es nicht so gut ist, vielleicht auch Hilfe da ist von Freunden oder von Beziehungspartner. Und somit, ja, eine recht gute Konstellation für das finanziell Notwendige. Dann gehen wir zu Mars, denn wie angekündigt wechselt er am 20. Juli in das 12. Haus. Und so ist dies ein Transit, dass Mars-Themen abgeschlossen werden. Nun, Mars steht für Immobilien, das Zuhause, ja, Operationen. Es kann bedeuten, dass eben etwas von diesen Mars-Themen, Mars steht auch für Geschwister, abgeschlossen wird. Entweder, weil sich die Sache für sie erfüllt oder weil sie es anderweitig loslassen, das Thema. So kann das alles Mögliche bedeuten, was jetzt ihr Geburtshoroskop vielleicht mehr, Auskunft darüber geben würde. Aber zum Beispiel, vielleicht wird eine Sache, die zwischen Ihnen und Ihre Geschwister stand, jetzt vielleicht aus dem Weg geräumt. Oder Sie haben sich seit längerem eine Immobilie gewünscht, eine neue oder ein neues Zuhause. Jetzt wird das realisiert oder eine Modernisierung Ihrer Wohnung. Jetzt wird das abgeschlossen, ja. Oder Sie erkennen, nee, ich werde mir jetzt nicht noch mehr eine neue Wohnung kaufen. Das kostet wieder Geld, muss wieder Schuldung machen. Ich bleibe, wo ich bin, lassen den Wunsch los und Sie kommen mit diesem Mars-Thema in Frieden. Weil darum geht's. Das 12. Haus steht für Frieden, ja. Entweder weil man sich die Sache erfüllt oder loslässt oder anderweitig irgendwie mit der Sache halt dann klarkommt, sodass man in Frieden kommt. Und somit wird diese Mars-Sache dann abgeschlossen. Ja, das ist damit zu verstehen, wenn Mars durch das 12. Haus läuft, worin er ja bis zum 4. September sein wird. Dann kommen wir aber noch zum Vollmond, der ist am 21. Juli im Partnerschaftshaus, ja, und das ist ja eher ein Tag, wo man erfüllt sein kann in der Beziehung. Und die Tage Neumond und Vollmond sind keine Tage, wo jetzt gut geeignet sind, um wichtige Vorhaben zu starten, also sprich zu heiraten oder einen Notarvertrag zu unterschreiben oder eine Firma zu gründen, also so wirklich große Dinge. Da sollte man lieber ein Muhurta-Horoskop sich errechnen lassen für einen günstigen Zeitpunkt. Ansonsten Neumond und Vollmond gelten als günstig der Verehrung der Vorfahren, aber auch um innere Arbeit zu tun, sprich zu meditieren und diese Dinge eben mehr. Apropos, mit den Vorfahren habe ich noch vergessen, mit Rahu in Haus 10, wo dieser ja ist noch bis Januar 2025, das ist auch ein Transit, der anzeigt, wie gut sie sich in der Vergangenheit gekümmert haben um die Achtung ihrer Vorfahren. Ja, wir sollten ja unsere Vorfahren gegenüber eine respektvolle Haltung einnehmen. Denn das, was wir heute sind, haben wir zu einem großen Teil auch denen zu verdanken, ja. Weil wenn wir keinen Vater, keine Eltern gehabt hätten, gäbe es uns auch nicht. Und wenn die nicht ihre Großeltern, oder wenn wir keine Großeltern gehabt hätten, hätte es Eltern auch nicht gegeben, hätte es uns auch nicht gegeben. Also so sind wir das Ergebnis einer langen Kette. Und haben sie sich hier, sagen wir mal, öfters bedankt, ob jetzt durch Gebet oder indem sie auch ihren Vorfahren helfen, ja, sei es jetzt ihre Eltern oder ihre Großeltern,
werden Sie die günstigen Rückwirkungen daraus jetzt mehr erfahren können, sofern Sie aber halt auch entsprechend dafür etwas in diese Richtung getan haben. Gut, das wäre es gewesen für Sie als Aszendent Krebs. Ich darf nochmal erinnern an das Jubiläumspaket. 4 sind noch da und von den 9 und Link dazu unterhalb in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen fantastischen Juli 2024.